Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2. Schön, dass du wieder da bist. In der letzten Folge haben wir den Baustein-Express hier angelegt. Der soll also Bausteine bringen in die Stadt. Und hier sehe ich gerade, das könnten wir ein bisschen begradigen. So. Denn Stadt Haldesleben hat neue Züge bekommen, aber leider kein so großes Stadtwachstum, dass man sagen würde, puh, die lohnen sich jetzt. Und deswegen schauen wir mal, dass wir das alles ein bisschen anpassen. Gut. So, hier kommen die Bausteine. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen weiteren Zug. Den können wir, glaube ich, nicht aus dem Depot hier. Doch, den können wir auch aus dem Depot nehmen. So. Gut. Und dann brauchen wir eine Strecke von hier nach da. Und das ist dann Bausteine Haldensleben. Und es tut mir leid, aber wir nehmen sie nochmal. Sie hat sich einfach bewährt, muss man ja so sagen, ne? So, und jetzt müssen wir nur noch die Güter in die richtige Stelle oder an die richtige Stelle in der Stadt bringen. Bauen wir einfach wieder ein Depot. In diesem Fall wirklich, hoffentlich wirklich einfach. Achso, wir brauchen noch ein Gütergebäude. So. Haben wir denn irgendwo auch noch ein Fahrzeugdepot in der Nähe? Also für normale Fahrzeuge. Und ist der Zug schon unterwegs? Da kommt er gerade. Nee, für normale Fahrzeuge haben wir auch mal keins in der Nähe. Dann bauen wir einfach eins. Und jetzt, ach so, wir brauchen noch Abladestationen. Huch. So, neue Linie. Intern Bauklötze. Ich nenne die jedes Mal anders. Auch Haldensleben nenne ich jedes Mal anders. Aber was soll's. Ja, Gott sei Dank habe ich keine Zuschauer, die sich über so einen Quatsch aufregen würden. Und alle Güter. Gut, damit hätten wir das. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt zu einer Anregung der Bevölkerung führt. So, wir gucken mal, wo der neue Zug ist. Der ist erst hier. Also ich glaube ja wirklich, dass wir da zwei brauchen. Wie viele Bausteine braucht die Stadt? 59 pro Jahr. Und der Zug nimmt
48. Was ist denn das hier? Hat es keiner gesehen. Hallo? Ah! Autosave! Alter Kumpel, auch wieder da. So, komm her. So. So würde ich das mal lassen. Und dann brauchen wir ein Passierstück A38 zwischen den beiden Bahnhöfen ungefähr. Ich messe das immer mit dem Monitor aus, wie ihr seht. So, und dann zoomen wir hier ran. Also hier wäre die Passierstelle. Passierstelle. Da habe ich vor lauter Begeisterung, habe ich ja schon mal mein Banjo rausgeholt und spiele da wunderschöne Musik für euch. So. Dann bitte diesen Zug duplizieren, und zwar im Depot Zugdepot Haldensch. Zugdepot Haldensleben dahin, dahin. So. Sehr gut. Was machen denn eigentlich die Brote? Läuft. Gut. Hat sich das denn hier ein bisschen entzutzelt? Oh, das sieht schon viel besser aus. Das heißt, hier kann jetzt ordentlich angeliefert werden. Nur der bleibt jetzt immer stehen, wenn der da rein muss. Das dürfte aber sehr, sehr selten genau in dieser Form vorkommen. Ja, und meine Hoffnung war ja, dass wir durch dieses Aufsplitten der Linie dass wir hier eine Besserung haben. Haldensleben ist noch keine Nachfrage, okay. Der Zug wird natürlich jetzt noch nicht voll, aber sollte dann gleich auch schon anfangen, Gewinne zu fahren. Wir schauen uns mal die Finanzen dieses Zuges an in den Jahren, beziehungsweise... Wir haben jetzt natürlich nicht den Vergleich zur alten Linie, die ja vorher war. Ist natürlich ein bisschen doof. Aber wir sehen... Ne? Katsching. Hier also jetzt schon mal gewinnen. Und mit ein bisschen Glück durch die zwei Züge und so wird hier auch gleich angeregt. Wo ist denn der Zug hin? Wo ist denn der andere? Ah, da. Dann haben wir hier schon mal 4. Und der Zug nach Eisenach, der hier, der kommt gerade zum ersten Mal an. Hm. Zug 5 ist ein Problem, ne? Kein Weg. Oh, und deswegen lädt er wahrscheinlich auch nicht. Da habe ich bestimmt noch irgendwas falsch. Sonst hätte er einen Weg, nicht? Ach, ich bin so schlau. Was macht denn der jetzt da? Hä? Ich habe doch jetzt das Depot dediziert ausgewählt. Leute! Mach nicht den hier.
Wie soll ich die da raufkriegen? Zwar einmal ein Hilfsgleis bauen. Was jetzt noch? Der kann doch jetzt hier rüber. Und dann hier reinfahren. Mann. Ja, sowas ist nervig, aber es gehört dazu. So, wir schauen mal ein bisschen auf die Linien, wo wir gerade das Fenster aufhaben. Fernverkehr Alpha, ja? Also, wo wir irgendwie, was waren es, 47 Millionen in die Hand genommen haben. Invest. Ist die nächste Gewinnlinie. 588 Leute könnten theoretisch mitfahren in allen Zügen. Und unterwegs sind gegenwärtig 469. Dann die Expresslinie Erfurt-Braunschweig-Erfurt. Mit deutlich weniger mehr Gewinn. Ich glaube fast, wir sollten, wenn wir diese Züge austauschen, kürzere Einheiten nehmen, dafür mehr Züge, um eine höhere Taktzeit zu haben. Ich glaube, das ist wirklich the way to go. Und auf der negativen Seite, ja, der Zug, wo wir die Stadt jetzt gerade anregen wollen, 1 Million Verlust, das war keine gute Idee. Eventuell müssen wir nochmal den ÖPNV überarbeiten. Und der Ziegelzug macht auch Verluste. Und diese neue Linie natürlich auch jetzt. Und der Brotexpress, der neue, macht auch Verluste. Das besorgt mich. Da müssten wir heute mal schauen, woran das liegt. Also hat der irgendwie zu wenig Brotinput. Das ist diese Linie hier. Der wird schon mal nicht voll. Er versorgt die Stadt hinreichend. Interesting. Aber natürlich mit Eisenach jetzt hier als Abnehmer lohnt das auf jeden Fall. Und der macht dafür dicken Gewinn. Und der andere natürlich auch hier, ne? Also hier der macht auch dicken Gewinn. Also auch wenn dann die Nachfrage direkt in die Stadt nicht reingeht, machen teilweise auch die Züge vorher schon Gewinn. So, ÖPNV, gucken wir mal. Hatten wir ausgetauscht. Das übrigens sollten wir vielleicht mal gucken. Wir hatten ja zuletzt hier den ÖPNV in einigen Städten ausgetauscht. Und ich sehe jetzt nicht mehr, dass die irgendwie großartig verlustig ist. Was wir aber machen müssten, ist im Alter der Fahrzeuge mal gucken. Denn wir haben hier zum Beispiel Zug Nummer 13. Da kommen wir jetzt nochmal wieder zu diesem, wo wir jetzt eine ganze Zeit lang schon nicht geguckt haben. Nämlich hier. Das sind unsere Züge. Die Sägewerkszüge und so weiter. Die also hier zum Werkzeugzug kommen. Oh! Also Braunschweig ist fast gedeckt. Wenn wir diesen... Wie alt ist denn hier der? Wollten wir den nicht ohnehin schon austauschen neulich? Wo ist er denn? Zug. Ach, er ist gerade im Bahnhof. Ach so, das war hier so ein Wahnsinnszug. Guckt euch den mal an. Der macht Fettgewinn. Aber ist natürlich arschlangsam. Ha. Und Braunschweig braucht nicht deutlich mehr. Trotzdem würde ich den gern tauschen. Weil der ist auch schon 46 Jahre alt. Oh, das tut mir so leid, dass wir jetzt immer die nehmen. Aber das ist ja auch was wir im Interview gefragt haben, ne? Ob da, sag mal vorsichtig, Besserung in Sicht ist. So, und wir haben im Moment, also der ist natürlich jetzt deutlich schneller. Und wir nehmen im Moment 68 mit. Die Stadt braucht einen kleinen Tick mehr, aber nicht viel mehr. Und der Zug ist deutlich schneller. Also würde ich sagen, wir nehmen... mit.
So. Könnte denn die Werkzeugfabrik mehr, wenn sie wollte? Ja, weil hier auch die Züge noch mehr Bretter könnten und das Sägewerk noch mehr Holz. Das heißt, ja, wir könnten diese beiden Holzzüge mal tauschen. Drei sind sogar. Uff. Nee, das ist ja vollkommener Quatsch. Die Linie fährt im Moment konstanten Gewinn ein. Holzsäge Kissing. Das ist sogar eine der mit... Es nützt nichts. So, pass auf. Geh mal kurz auf Pause. Auf Pause, weil Zug Nummer 15, der fährt gerade den Bahnhof, deswegen ist es derjenige, der den wir verkaufen. Und 68 bisher. Dann machen wir mal 96, ist ja auch schneller und passt noch in den Bahnhof rein. So. Da bin ich mal gespannt, ob das dann noch weiter in Gewinn fährt. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch die Bretterlinie ersetzen. Gut. Und wie viel Gewinn das fährt und ob das dann besser wird, das seht ihr jetzt in den Bahnimpressionen, denn wir fahren hier einmal mit einer Ladung Zug nochmal komplett mit, inklusive der Finanzansicht. Und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen, viel Spaß mit den Bahnimpressionen und bis zur nächsten Folge.